Ich grüße euch, meine lieben Freunde. Heute werdet ihr das keltische Baumhoroskop von der Linde erfahren. Und diese steht unter dem Begriff Zweifel. Die Linde wurde von der Göttin Freya geweiht und wurde als Friedensbaum, als Baum der Liebenden und für Seele und Herz angesehen. Die Kelten sahen sie als Beschützerin der Liebe und im Lebensablauf an. Sie gilt für die Geburtsdaten vom 11. bis 20. März und dem 13. bis 22. September. Lindegeborene brauchen viel Aufmerksamkeit von ihren Freunden und der Familie. Sie sind Meister der Geselligkeit und das übertragen sie auf ihre Mitmenschen. Tatsächlich aber sind sie Träumer. Sie träumen von Reichtum und Ziele, die sie nicht erreichen können. Anstrengungen im Leben mit Stress, Kampf und Belastung verbunden sind nichts für den Lindemensch, denn sie sind bequem und träge. Aber sie haben Sanftmut. Gern schieben sie Dinge auf morgen. Denn morgen ist auch noch ein Tag, wo man dieses erledigen könnte. Und so hadern sie mit ihrem Leben und sind oft unzufrieden. Ihre Charakterstärke haben sie in Feinfühligkeit und Sensibilität. Als Eltern sind sie bilderbuchmäßig und sie sind gut geeignet für Berufe als Lehrer, Pflegekräfte oder als Berater. Mit ihrer besonderen offenen Art gehen sie auf fremde Menschen zu. Ihre besondere Begabung liegt im künstlerischen Bereich, was sie oft beruflich ausüben. Ihre Schwächen liegen im Durchsetzungsvermögen und der nötigen Ausdauer ihrer Entfaltung. Leider finden Lindegeborene nur sehr selten die große Liebe. Haben Sie jedoch einen Seelenverwandten gefunden, können Sie richtig aufblühen. Und sind Sie erst einmal verliebt, können Sie sehr tolerant sein. Allerdings bestehen Sie auf Ihre Freiheit. In der Gesundheit liegen Ihre körperlichen Schwachstellen im Immunsystem, der Haut und im Blut. Das sind also die Linde. Das ist die Linde, die mit dem Begriff Baum des Zweifelns absolut stimmig ist. Die Eiche wird im nächsten Video durchleuchtet. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.